Swiss Baldisberg, ein 2-0 Sieg heute Abend. Man führt wieder 3-2 in der Serie. Was war der Schlüssel, dass man heute gewonnen hat? Ja, ich denke, wir sind sicher gut gestartet. Wir haben gewusst, Genf wird wieder hergekommen, haben müssen gegenheben. Und ich denke, zum vorigen Spiel haben wir einfach unser physisches Spiel müssen verbessern. Und ich denke, das haben wir sehr gut gemacht. Du bist Teil von dem physischen Spiel, hast ein paar harte Checks verteilt, für das, was du sowieso bekannt bist in den Playoffs. Das ist dein Job in der Mannschaft in den Playoffs, oder? Ja, also ich mache es auch gerne. Also, also wir müssen alle hart spielen. Jetzt, wir natürlich auf der vierten Linie probieren, ein bisschen Energie reinzubringen. Und ja, wir zeigen, dass wir genauso physisch, wenn wir physischer können spielen als die Genfer. Und ja, ist ja gut so. Jetzt haben wir 2-0 gewonnen im heutigen Spiel. Ich behaupte frech, man hätte höher können gewinnen. Ist vielleicht aber durchaus auch gut, wenn man nur so knapp gewinnt, dass man bis zum Schluss muss kämpfen muss, um auch im nächsten Spiel wieder ready sein und das Gefühl hat, man hätte den Gegner dominiert und ein bisschen locker durchkommt im nächsten Spiel. Ja, gut, schlussendlich ist es gleich, ob wir jetzt 1-0 gewinnen oder irgendwie 6-2 oder so. Den Sieg nehmen wir einfach. Jetzt müssen wir vorschauen. Wir können sicher auf das nächste Spiel sicher unsere Chancenauswertung noch verbessern und das ist das, was wir vorhaben. Aber wir haben eine grosse Choreo gegeben von den Fans. Wie hat man die als Spieler miterlebt? Kommt man da eigentlich Gänsehaut über, wenn man aufs Eis läuft? Ja, es war wirklich eine geile Choreo, muss ich sagen. Eine coole Stimmung vor allem. Und ja, es hat relativ lustig ausgesehen. Unser Goalie hat relativ breit ausgesehen auf dem Ding. Ein bisschen fies. Jetzt machen wir am Dienstag den Sack zu, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich danke Chris Balzberger, bis im Viralhoffi.